Solarium gebräunte Disco-Pumpa, ne? Wenn da zwei Radler trinken, dann ist es so groß wie ein Grizzly. Viele Leute falsch unterrichten. Hallo liebe Campusfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Schaut, wenn ich wieder meine linke Seite habe. Das ist der Bobby, mit dem schon zwei Videos haben wir schon gedreht. Einmal Luta Livre und einmal FMA vs. Krav Maga. Und für alle, die ihn noch nicht kennen, du bist der erste Schweizer, glaube ich, in Österreich. Und ich unterrichte schon seit Jahren Selbstverteidigung in Krav Maga und mache Kickboxen, also Stand-Up. Und bin jetzt auch mit meinem Team halt sehr viel unterwegs und wir machen Wettkampf. Also wir nehmen an Wettkämpfen teil, Grappling, MMA, Stand-Up, so Kickboxen, K1. Also vor allem der Mann hat Erfahrung. Das heißt, das ist nicht so ein Krav Maga-Instruktor, der da irgendwo meine Monatszertifikat irgendwo gemacht hat und dann fängt es zu unterrichten an. Der hat schon Jahrzehnte Erfahrung und von so einem kennt sie lernen. Das heißt, am besten seine Schule kommen. Kai Handelske, oder? Ja, genau, Handelske 112 zum K-Gym. Jetzt sind wir willkommen, wir haben verschiedene Sachen anzubieten. Das ist nur ein Raum von diesem riesengroßen Komplex hier und da habt ihr wirklich alles perfekt eingerichtet. Wirklich top. Was wir heute machen, Leute, ist, weil viele Leute fragen mich, was mache ich zum Beispiel in einer Disco oder irgendwo an engen Raum, wenn einer explodiert und schnell auf dich zukommt, wie auch immer. Zum Beispiel so eine Solarium gebräunte Disco-Pumpa, ne? Wenn da zwei Radler trinken und dann ist es so groß wie ein Grizzly. Wenn er aggressiv auf dich zukommt, was kannst du da am schnellsten machen? Aber zuerst zeige ich euch, was viele Leute falsch unterrichten. Und das machen manche Kampfkünstler oder Instruktoren, die schon seit Jahrzehnten angeblich trainieren. Und dann zeigen sie solche Sachen, was in der Realität nicht funktionieren würde. Das zeige ich euch zuerst und dann zeige ich euch meine Technik, wie ihr es am besten machen würde, damit das dynamisch ist und vor allem, dass ihr halbwegs sicher seid. Hundertprozentige Garantie gibt es nicht, weil wenn dann irgendeiner wieder sagt, ja, aber was ist, wenn die und Kick und dies, jenes, es gibt keine hundertprozentige Garantie, du kannst immer irgendwie überrascht sein und na, das ist sowieso okay, das heißt, wir fangen an. Okay, Leute, das basta. Viele Leute, viele Instruktoren falsch machen, wenn die unterrichten, egal ob Krav Maga oder wie auch immer. Das Erste, der Partner, jetzt geht es um Schwinger, ja, der Partner greift so an, dass da null Power ist. Und dann der andere, wenn du zum Beispiel mit Schwinger angreifst, er glaubt wirklich, dass er hier blocken kann und dann gleichzeitig, sagen wir, Stich in Auge oder Kelko oder wie auch immer. Er hat zum Beispiel, weißt du was, 95 Kilo, wenn der da richtig durchzieht, boom, und ich versuche nur so leger zu blocken, das kannst du vergessen, der Kopf ist weg, du bist K.O., weil er legt sich richtig rein und wenn ich hier blocke und er zieht da durch, das geht ja mit, das kann nie im Leben funktionieren, ja. Wenn er das schon macht, diese erste Technik, dann benutzt wenigstens deine Modi-Mechanik und ich finde, dass das besser ist, wenn es hier nicht so blockt, sondern dass du hier die Hand einwinkelst. Das haben wir früher auch beim Stock gemacht, hier, weißt, dass du hier einwinkelst und dann ist das auch schmerzhaft. Da wirst du gar nicht richtig hinschlagen, weil das richtig sau weht tut. Das heißt, du drehst die Hand hier, kommst so nach außen oder bleib aber auch wieder nicht mit deinem Kopf hier. Das heißt, dass ich jetzt hier mache und trotzdem bleibe ich hier stehen. Musst du schon richtig bewegen. Okay. Wenn du das schon so machst, ja. Ich zeige dir aber meine Technik, die ich am einfachsten finde, auch wenn der Gegner unerwartet mit links, rechts kommt oder Schwinger, weil du weißt nie, wie er kommt. Vor allem auf der Straße gibt es auch Täuschungen, ne? Dass ich zum Beispiel oder tue ich nur mit den Schultern andeuten, du wirst hier blocken, bam, und dann schlage ich hier, ne? Straße ist Straße, Ring ist Ring, ja. Und auf der Straße hast du auch keinen Schiedsrichter, der dazwischen kommt, du hast keine Handschuhe, so wie er zum Beispiel, Bobby jetzt, du hast keinen Zahnschutz, vielleicht auch schon, ne? Die Schläger haben auch einen Zahnschutz, die haben sie immer eingesteckt. Und deshalb Leute, passt bitte auf, wenn ihr diese Block macht, dann machst das richtig dynamisch und der Gegner soll ein bisschen kräftiger hinschlagen und nicht nur so mit 20%, weil auf der Straße hast du 100% und dann wirst du überrascht sein, okay? Okay Leute, bei der zweiten Technik ist es komplett egal, wie ihr angreift, ob mit links, rechts, Schwinger, ist komplett egal. Eigentlich ist dieser Block für alles geeignet, ja? Das heißt, meistens passiert das, was noch ganz wichtig ist, da gibt es mir sicher auch recht, dass man auf der Straße nicht so lange zögern sollte. Ja. Weil es könnte sein, wenn du schon siehst, dass einer so aggressiv kommt auf dich und dass du da immer noch wartest, kann sein, dass du derjenige bist, der dann im Krankenhaus ist. Weil heutzutage
ist die Hemmschwelle wo ganz anders wie vor, sagen wir, 30 Jahre oder 20 genau. Jahre. Ne? Heutzutage jeder gleich Schlag hin. Das heißt, ich sage auch nicht, und jeder Instruktor sagt euch sicher auch, ein guter Instruktor, dass man besser aus dem Weg gehen sollte, jede Auseinandersetzung, Schlägerei. Aber manchmal kommst du nicht davon. Und wenn du siehst, dass dich schon zum Beispiel das jemanden beruhigt und dich schlägt dir schon die Hände nach unten und erwartest immer noch, dann kann sein, dass du dann am Boden landest, ja, schwer verletzt. Und ja, so, das heißt, ich habe die Hände hier oben, sage ja, ich will keine Probleme, wie auch immer. Wenn er jetzt, egal mit welchem Schlag kommt, mache ich folgende Übung. Was da ganz wichtig ist, was da aber wieder viele falsch machen, wenn die blocken und hier bin ich am Schläfe komplett offen. Er hat jetzt Handschuhe, aber mit der Faust kommst du ziemlich durch. Das heißt, ich will mich so schützen, dass ich mein Kinn nach unten gebe und bin ich halbwegs gedeckt gegen Geradeschläge, Schwinger, wie auch immer. Okay? Und das geht ziemlich schnell. Das heißt, wir sind hier. Okay, puh. Ja genau, schön kräftig. Puh. 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 Genau, und, oder wenn er schlägt, und dann kannst du deinen Angriff starten, oder jetzt machst du mit deinem Ellenbogen, wie auch immer, ja, aber von hier kommst du ziemlich, weil du weißt nicht, ob er mit deiner Finte kommt, wie auch immer, deute dann, schlag aber mit rechts oder links, deshalb, und bitte ein bisschen mehr Power, so wie es Bobby macht, wenn du ganze Zeit nur so übst, beim Training, dann wirst du ziemlich überraschend auf der Straße, das heißt, noch einmal, hier, okay Leute, wir haben vorher auch mit Bobby geredet, dass man, auch wenn man es lehrt und man es möchte, bei einer Auseinandersetzung so machen, zum Beispiel mit den Handballen zu schlagen, geht es nicht immer. Ja? Ich habe auch einmal eine Auseinandersetzung gehabt, wo ich ein kleines Mädchen gerettet habe, weil sie belästigt worden ist. Und da habe ich dann auch nach irgendeinem dritten, vierten Treff einfach den Asphalt erwischt und später die Faust ist so angeschwollen. Und wir haben auch geredet, na, das ist schon manchmal vom Vorteil, aber auch nicht immer. Ne? Ja, man kann, wenn man mit der Handfläche, also es gibt ja immer dieses ja, Handfläche vor Faust, aber im Prinzip ist die Hand nicht dazu gemacht, wirklich zu schlagen. Das wird, wenn ich mit der Hand ohne Handschuhe, weil man glaubt immer, so Boxhandschuhe sind eigentlich da, um den Kopf vom anderen Gegner im sportlichen Bereich zu schützen. In Wirklichkeit sind sie da, um die Hand zu schützen, weil ich kann mir immer, eine Hand hat sehr viele feine Knochen, das bedeutet, ich kann mich immer verletzen, selbst wenn ich mit der offenen Hand schlage, stellt euch vor, ich mache einen Handflächenstoß, im Idealfall, wenn ich jetzt mit dem Handballen treffe, super, aber es kann genauso sein im Stress, dass ich nur mit den Fingern erwische und plötzlich habe ich gebrochene Finger. Ja. Das bedeutet, in Wirklichkeit müsst ihr euch immer bewusst sein, mit der Hand zu schlagen oder überhaupt in einen Kampf reinzugehen, ist nicht so, wie man es so in den Hollywood-Filmen kennt, wo man sagt, man geht rein und macht seine Technik und man ist so super und nichts passiert. Ja. So, ich muss auch immer mit Verletzungen rechnen. Darum ist es auch wichtig, wie du gesagt hast, Kämpfe zu vermeiden, wenn sie nicht notwendig sind, weil damit schone ich meine Gesundheit und wozu, ja, wenn es nicht notwendig ist. In dem Fall, wo du einer Minderjährigen geholfen hast, weil in Gefahr war, super, ja, Zivilcourage, das sollt ihr auch machen, aber nur weil einer jetzt sagt, ja, keine Ahnung, euch ein bisschen beschimpft und ihr könnt es dann noch weggehen und das. Und die Ehre im Spiel ist oder wie auch immer, vergiss es bitte. Unnötig. Weil entweder du kannst den Aggressor schwer verletzen und musst du dann damit leben. Ja. Oder er dich, oder wir. Wenn du das vermeiden kannst, dann bist du am besten unterwegs. Genau. Und ja. Okay, Leute. Das heißt, ich hoffe, mein Video mit Bobby hat euch gefallen. Und vielen Dank, Bobby. Danke dir. Und wir sehen uns wieder in den nächsten Video. Tschüss, Leute. Wenn euch Video gefallen hat, gib bitte Daumen nach oben und besuch unbedingt seine Schule. Ist er wirklich ein Trainer von ganz hohe Qualität, weil nur mit irgendwelchen Leuten, die nichts drauf haben, mache ich auch keine Videos. Und Bobby kenne ich schon lange und das heißt am besten Bedingungen. Okay, dann viel Spaß. Tschüss.